Ja, hallo, hier ist mein Kollege Christian Hof. Kollege, mit dem ich sehr viel und toll zusammenarbeite, der macht bei uns am Berufskolleg Rheine Elektrotechnik, Mathe und Informatik. Ja, hallo, hier sitzt mein sehr geschätzter Kollege Bertolt Sommer und auch mein Kollege macht Elektrotechnik und macht Physik und arbeite auch sehr gerne mit ihm zusammen und ich freue mich, dass wir heute hier sein können. Ja, Making ist so ein Ding, was uns eigentlich passiert ist. Es fing irgendwie an, dass Schüler hier irgendwo gestanden haben mit einer Jugendforsch-Projektidee und im Prinzip die Schüler gesagt haben, wir brauchen Support und dann haben wir die halt entsprechend supportet und daraus ist immer mehr geworden und wir haben schon, glaube ich, relativ viele Projekte. Mittlerweile sind es über 100, die wir bei Jugendforsch irgendwie vorstellen durften. Mit ganz, ganz tollen Schülern. Und dann ist irgendwann später diese Making-Sache dazugekommen, wo wir einfach festgestellt haben, ja, wir machen hier Making und hat sicherlich auch Verbindungen miteinander. Und mittlerweile würden wir sagen, ja, ist Making neben Jugendforsch auch so wichtig. Und es macht einfach, ja, auch cool, mit den Schülern das machen zu dürfen. Und, ja. Ja, bei mir lässt sich die Frage ganz einfach beantworten, Bertolt. Im Prinzip ist es so, Making lebt auch von der Community und immer wieder Leute, von denen man was hört, wo man Projekte sieht, dessen Projektideen man überzeugt ist, Ausstellungen, Messen, Makerfairs und läuft das auch ganz viel darüber, dass man angesteckt wird von diesen Gedanken und bei mir war es der Bertolt. Ja, und Maker Faire sind wir eigentlich auch immer schon, ja, seitdem es die erste Maker Faire in Deutschland gibt, sind wir dabei. Und mittlerweile auch aber mit sehr, sehr großen Ständen und vielen, vielen Schülern. Und wenn wir sagen Maker Faire, dann sind die alle sofort, wow, jetzt geht's los und es ist immer Action. Und für uns aber als Lehrer das ganz Spannende und der Reiz auch daran, die Herausforderung ist sicherlich einfach, dass wir außerhalb vom klassischen Unterricht einfach auch Dinge ausprobieren dürfen, ein anderes Unterricht. Lernsetting haben und es macht einfach ja, und den Reiz aus, ja, letztlich das i-Tüpfelchen auf dem Sahnestückchen ist. Unser Arbeitsumfeld ist die Schule und der Art & Tech Space. Der Art & Tech Space ist ein ganz besonderer Ort, der gerade im Entstehen ist und im Aufbau ist. Wir treffen Kunst und natürlich Technik aufeinander. Und das sind natürlich genau die beiden Dinge, die beim Making ganz entscheidend sind. Kreativität gefragt. Und dieser Ort ist gerade im Aufbau. Das heißt, wir sind vor einem Jahr umgezogen unter entsprechenden Bedingungen. Und gerade gibt es ganz viel Arbeit. Es müssen Strukturen geschaffen werden. Es wurde ein Verein gegründet, eine Vereinssatzung. Es gibt viele Leute, die mit im Boot sind. Es gibt Leute, die, von denen wir abhängig sind, von denen wir finanziert werden. Und auch sehr viele Leute, die uns natürlich auch sehr wohlwollend gegenüberstehen. Und halt haben wir halt den Kreis und halt eben die Stadt bei uns mitwirken, die entsprechend auch mit dem Vorstand vom Verein sind, die fest eingebaut sind in die Strukturen. Und ein ganz besonderer Ort, ich wiederhole es nochmal, wir freuen uns, dass es ihn gibt und dass wir hier arbeiten dürfen. Ja, und das Projektlabor als Makerspace im Art und Tech Space ist für uns als Lehrer sicherlich auch aus der Perspektive ganz spannend, dass wir eben neben dem klassischen Unterrichtssetting eben auch ganz andere Lernformen ausprobieren dürfen und mit den Schülern irgendwie auch ja einfach mal coole Sachen machen dürfen. Unser Projekt schon im Hintergrund. Bertolt zeigt uns auch nochmal ein Beispiel. Es sind verschiedene Formen und Arten und Typen von Upcycling-Lampen. Ja, und die benutzen wir halt im Prinzip als ein relativ einfaches elektrotechnisches System.
um Einstieg in Elektrotechnik zu machen. Das heißt also mit den Schülern, das sind alles Anfänger, die sind gerade neu bei uns, wissen noch nicht so wirklich so ein bisschen, wie Elektrotechnik funktioniert. Und es ist ein wunderschönes System, mit dem wir halt einen relativ lockeren Einstieg machen können und gleichzeitig eben auch Making. Also ganz genau können wir gar nicht sagen, wie wir auf die Projektidee gekommen sind. Wenn man Making macht, fliegen halt jede Menge Ideen einfach hier rum. Und wir sind hier sicherlich auch an einem Ort, der super kreativ ist. Und es waren einfach aus einem anderen Projekt diese Leisten über, sind also Leisten aus sind Lattenrosten aus Bettrosten. Und kam im Prinzip, da kann man ja auch irgendwie cool was draus machen, weil die haben einfach wirklich eine sehr schöne, organische, gebogene Form und es ist sehr gefällig von der Form. Und wie jetzt wirklich die Idee kam, die erste Lampe zu machen und daraus ein Unterrichtsprojekt, können wir wirklich nicht sagen. Also ganz viel, was hier bei Making passiert, finden wir auch plötzlich im Unterricht wieder. Und wenn man da offen mit umgeht, bringt das auch ganz viel kreative Querverbindung. Und die durchaus dann spannend sind. Der zeitliche Umfang für so ein Projekt ist sicherlich ganz geprägt von dem Ding, was Making ist. Making kommt von Machen. Das heißt also, wir müssen auch einfach Zeit haben, die Schüler machen zu lassen. Und wir sind auch ein bisschen anders rangegangen. Wir haben keinen Theorieblock vorausgeschoben, sondern wir haben wirklich erstmal gesagt, wir bauen das Ding. Und wir nehmen das Ding in Betrieb und dafür haben wir so 2 bis 3 Doppelstunden gebraucht, je nachdem, was wir auch für Klientel haben. Muss man eben auch mal schauen, welche Klasse wir haben und welche Möglichkeiten wir haben. Manchmal muss man auf Werkzeug warten. Und in der zweiten Phase dann entsprechend 2 bis 3 Doppelstunden gehen wir in so eine forscherische Lernform. Da sind wir eigentlich ein bisschen weg von Making. So, da wird wirklich forschend entdeckt, dann nehmen wir ein Messinstrument in der Hand, nehmen einfach mal eine andere Spannung, die wir reduzieren, was passiert, dann kann man plötzlich einzelne LEDs sehen. Wir bauen das Ding nach, wo man dann entsprechend auch wieder, das ist dann wieder ein bisschen Making, allerdings schon ein bisschen mehr geführt, weniger kreativ. Und das Ding dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als Versuchsaufbau zu untersuchen, eben entsprechend auch mal ein Messgerät in die Hand zu nehmen und über diesen Kanal dann entsprechend auch die Schüler lernen zu lassen. Bei der gemeinsamen Planung haben wir halt gesehen, wie viele Stellen es Anknüpfungspunkte auch für weitere Themen und weitere Versuche gibt. Und dass es da ganz viele Knackpunkte gibt, an denen man auch wirklich mal genauer hinschauen kann. Und den einfachen Stromkreis oder wie funktioniert eine LED. Und da hat man schon relativ viel zu tun, wenn man das genauer sich anschauen möchte. Von daher auch bei der ganzen Planung, man kann das gestalten oder intensiver betrachten, dieses Thema, oder man kann das natürlich auch bauen und etwas weniger tief betrachten. Das heißt, diese Planung ist natürlich wie bei vielen Dingen wieder sehr, sehr individuell und hängt natürlich auch wieder von der Lerngruppe ab. Und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Zeit hat oder auch mal mit einem anderen Fach verknüpfen will, wäre es zum Beispiel auch mal möglich, noch ein Produktvideo zu erstellen oder ein Portfolio oder Ähnliches mit den Schülern dann vielleicht auch nochmal zu sagen, okay, wir üben vielleicht mal auf einer ganz einfachen Art und Weise eine Dokumentation, die vielleicht ein bisschen weg ist von dem, was man vielleicht einfach so als, ja, jetzt schreibt mal einen Aufsatz oder so. Ich kann das Produktvideo empfehlen. Das macht den Schülern wirklich sehr viel Spaß. Und wenn die dann ihre eigene Lampe und eigenes Produkt und dann noch bewerben dürfen mit den Features, die so eine Lampe hat, da kommen wirklich sehr kreative Dinge bei raus. Das wäre so eine persönliche Empfehlung. Mach das bitte. Hat uns auch Spaß gemacht, die Videos zu gucken. Die eigene Lampe hat einen hohen Nutzwert für die Schüler. Das heißt, die können sich auf den Schreibtisch stellen, die können sich auf den Nachttisch stellen. Man kann sich tatsächlich benutzen. Und das ist hier etwas ganz Besonderes oder das Tolle eigentlich an diesem Projekt. Nicht nur ein Beispiel ist, was man mal bastelt, in Anführungsstrichen, sondern man kann es im Alltag wirklich benutzen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Eigenschaft. Und dieser Nutzwert schafft natürlich auch eine hohe Motivation, weil es natürlich etwas ist, was man selbst herstellt. Und beim Thema Making, beim Thema selber machen, heißt es natürlich auch, dass man viele Fehler machen kann. Und dieser Umgang mit Fehlern, der ist hier
ganz wichtig. Man darf Fehler machen, man lernt aus Fehlern und da lernt man tatsächlich sehr viel. Ja, Fehlerkultur ist das eine Thema, ganz wichtig, denken wir auch gerade für Lernen. Und das andere Ding ist wirklich auch über Making sprechen natürlich auch verschiedene Kanäle an. Das heißt also, die Schüler können machen, die können sich selber damit beschäftigen. Sie sitzen nicht einfach nur da als Zuhörer. Vielleicht jetzt immer ganz extrem ist, ich hoffe, dass das möglichst wenig der Fall ist, irgendwo nur an der Tafel stehen und die Schüler brauchen nur zuhören. Das heißt also, letztendlich haben wir darüber Möglichkeiten, auch einfach ja gerade diese anderen Lernsettings mit den Schülern zu machen und eben auch wirklich selber kreativ zu arbeiten. Und gerade auch dieses kreative Moment ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, wo wir einfach sagen, hey, das wird im klassischen Unterricht oder mit einem festgefügten Lehrplan, geht das an ganz vielen Stellen unter. Und wenn wir jetzt berufliche Bildung betrachten, dann müssen wir einfach sagen, hey, wir haben irgendwelche Auszubildende oder irgendwelche Leute, die im Beruf stehen wollen. Wir können uns nicht anmaßen, dass wir sagen können, was haben die in 5 Jahren an beruflichen Qualifikationen zu geben. Ja, aber was wir wissen, dass es sich verändern wird und dass es sich zunehmend schneller verändern wird. Und da ist Kreativität ein ganz, ganz wichtiges Moment, damit umzugehen. Und deswegen möchten wir unbedingt Making in Schule haben. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wo wir auch wirklich einen echten Mehrwert auch für die Schule oder für die Schüler, eigentlich wichtiger für die Schule als für die Schüler, rüberbringen können. Und das, denken wir mal, ist genau das Wichtige, was wir im Prinzip hier auch an pädagogischen Überlegungen da drin haben müssen. Beim Thema Making steht eine Sache ganz klar im Vordergrund, das ist Kreativität und das selber machen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr sinnstiftendes Lernen. Die Schüler sind hoch motiviert und das ist natürlich genau das, was man sich als Lehrer wünscht, dass die Lehrer, die Schüler natürlich am liebsten noch in ihrer Freizeit weiter an solchen Dingen arbeiten. Genau das haben wir auch beobachtet. Dass der Art and Tech Space, der bietet halt eben auch nach der Schule noch einen Platz, halt eben hier hinzukommen, und das ist hier auch was Besonderes. Und auch die Lampen, die sind auch nach der Schule und nach der regulären Schulzeit wurde daran weitergearbeitet. Das ist natürlich ganz, ganz toll, wenn man sowas als Lehrer dann sieht, dass dann auch die Dinge außerhalb des schulischen Zeitraums weitergeführt werden. Ja, und einfach hier ergebnisoffen lernen. Wir wissen nicht genau, wie die Lampen nachher aussehen. Das ist im Prinzip ja auch immer noch mal Sache der Schüler, wie sie die gestalten. Da gibt es ausreichend kreative Spielräume. Sie müssen nur Licht machen. Das ist die einzige Voraussetzung. Und sicherlich dann zu schauen, okay, kriegen wir die umgeschaltet mit verschiedenen Helligkeitsstufen und sonst was. Aber da kann man auch sicherlich ein bisschen variieren, wie tief man da reingeht. Und genau da ist wirklich für uns wieder das Wichtige, sagen wir, kreativ sein, selber machen, kreativ werden, dürfen Kreativität zulassen, auch von uns an die Schüler. Eine ganz, ganz wichtige Sache, um das einfach wirklich zu fördern, weil wir sehen Kreativität als eine ganz, ganz wichtige, und ich wiederhole es einfach nochmal, weil es ist einfach wahnsinnig wichtig, wichtig für einfach die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Das sind eine ganz wichtige Kernkompetenz, um wirklich einfach auch unsere Schüler irgendwo hier zu entlassen und sagen, hey, hier wartet ein ganz spannendes Berufsleben auf euch. Antwort ist relativ kurz. Einfach anfangen. Einfach machen. Ja, und vielleicht einfach sich darauf einlassen, Spaß zu haben mit den Schülern und zu gucken, hey, wie coole Sachen die machen, und manchmal vielleicht auch rechts überholen lassen, wenn die Schüler richtig losgehen. Vielleicht ein kleiner Tipp noch. Es gibt natürlich immer wieder Momente, wo die Schüler einen selbst überholen, und wenn sie sich dann in einem bestimmten Thema eingearbeitet haben, dann sind die auch mal schlauer als der Lehrer, und ist dann halt so. Und dann sollte man diese Kompetenzen auch nutzen und auch dann als Lehrer dann abgeben und sagen, frag doch mal denjenigen, der kennt sich besonders gut aus. Die kennt sich besonders gut aus, und dann gemeinsam lernen. Also man gibt einen Rahmen vor, den Rest macht man dann gemeinsam. Die Lehrerrolle wird einfach eine etwas andere. Wir sind Begleiter
und Initiatoren, aber machen tun die Schüler. Und das ist einfach, und da kommen wirklich so tolle Sachen bei raus, und das einfach auch zulassen dürfen, dass Schüler wahnsinnig viel Zeit und Energie in irgendetwas reinstecken, die wir gar nicht haben, weil wir haben auch noch andere Unterrichte. Und das kommt dann genau dabei raus. Also ergänzen kann man vielleicht noch sagen, dass man vielleicht auch mit den Schülern offen umgeht und denen wirklich auch sagt, hey, ich habe hier auch eine etwas andere Rolle. Ja, also wir sind raus aus diesem klassischen Setting. Das ist eine schwierige Frage, aber auch eigentlich lässt sie sich ganz einfach beantworten. Es gibt, was man unbedingt in der Ausstattung benötigt. Es gibt jetzt, man muss keinen Lasercutter haben, man muss auch keinen 3D-Drucker haben, man braucht im Prinzip eine Idee, man überlegt sich, was braucht man dafür, und dann legt man einfach. Wirklich, wir fangen mit den Dingen an, die da sind. Für berufliche Schulen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil da sind Werkstätten da, die man nutzen kann, wo man drauf zugreifen kann. Das geht meistens relativ unkompliziert. Und die anderen Dinge entwickeln sich. Und umso mehr man vielleicht da reintaucht, umso mehr Spaß man hat, umso mehr die Schüler da irgendwie losgehen, passieren plötzlich Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht so möglich gehalten hätten, als wir vor 13 Jahren irgendwie angefangen sind, hier irgendwie was mit Jugendforsch zu machen. Hätte mir jemand mal erzählen sollen, dass wir jetzt hier irgendwie über 700 Quadratmeter zur Verfügung haben, die wir hier als Art- und Tech-Space beziehungsweise mit Projektlabor irgendwie auch gestalten dürfen. Und das ist schon relativ cool, was da passiert. Also für die Voraussetzung für Making, ja, sicherlich einmal müssen wir als Lehrer sagen, wir machen einfach mal und wir trauen uns und haben Spaß daran. Das andere ist sicherlich, dass wir eine Schulleitung haben müssen, die das vielleicht auch einfach mal aushält, dass wir andere Konzepte fahren und dass wir eben nicht nur nach 15 machen und dass wir irgendwie auch, ja, letztendlich Dinge auch zulassen, die sich einfach toll entwickeln. Unser Zugang war damals, ging relativ locker über Jugend forscht. Da waren Jugendforschprojekte, die natürlich, oder so natürlich ist es nicht, aber sie sind halt sehr erfolgreich gelaufen, was natürlich wieder irgendwo auch eine positive Presse macht, wo man dann in der Schulleitung natürlich wieder dasteht, boah, das ist ja relativ gut, was ihr da macht. Und dadurch sind wir eigentlich, ja, durften wir immer mit Rückenwind fahren. Also wir hatten immer auch eine Schulleitung, die das mit unterstützt haben. Wir haben immer auch Kollegen gehabt, die für irgendwelche Projekte mit reingekommen sind und dann mal was gemacht haben und dann auch mal wieder nicht. Oder das ist alles in Ordnung so. Und aber auch wenn Dinge von woanders benutzt wurden oder sonst was, waren auch Kollegen immer offen, dass man sagt, okay, klar, machen wir für euch die Werkstatt auf oder wir können an Maschinen dran oder Ähnliches. Und letztendlich, ja, was wichtig sein muss, dass man eben wirklich auch offen ist für Dinge, die entsprechend anders funktionieren. Also noch einmal eine Empfehlung. Jugend forscht ist tatsächlich ein Zugpferd und es gibt tatsächlich relativ wenig berufsbildende Schulen, sehr wenig Auszubildende, die bei Jugend forscht teilnehmen. Und wenn man dann ein Projekt hat oder auch wenn Auszubildende Projekte vorstellen, das ist immer was ganz Besonderes und das wird auch dann mit ganz viel Rückenwind geht's voran. Also nochmal Empfehlung, forscht, ist wirklich ein sehr tolles Format, es öffnet Türen und man gerät auch in eine Community rein, das wiederum sorgt dafür, dass man sich weiter vernetzen kann. Macht damit. Ja, und da vielleicht auch nochmal, gerade auch für berufliche Schulen, Christian sagte das gerade schon mal, es gibt relativ wenig berufliche Schulen, aber was man von beruflichen Schulen sieht, sind immer sehr, sehr coole Sachen. Und da auch, und das geht aber für Making genauso, gibt es plötzlich dann Kooperationen und Unterstützung über Betriebe und Unternehmen, die dann wirklich sagen, boah, ist cool, das ist mein Projekt, das unterstütze ich und man kann vielleicht einfach nochmal irgendwelche Materialien oder irgendwie auch nochmal Fördergelder oder Ähnliches locker machen oder die Schüler werden eingeladen, los, komm mal rüber zu uns Unternehmen und Ähnliches, macht wieder Türen auf und ja, wir haben da wirklich nur sehr, sehr viele und sehr tolle positive Erfahrungen sammeln dürfen.